Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Ranch Simulator. Wir haben in der letzten Folge die Garage umgebaut und ganz viel alltägliche Aufgaben erledigt. Und in der letzten Folge habe ich auch gesagt, dass ich eigentlich ganz gerne mal das Tor hier auch noch umbauen würde, damit das eben auch ein bisschen besser aussieht. Habe ich jetzt schon gemacht, weil es einfach eine Aufgabe ist, die so mini ist. Es hat ja keinen Mehrwert, ne? Also es sieht ja einfach nur vielleicht ein bisschen besser aus, dass ich dann den LKW mal ransetzen kann und trotzdem das Tor zumachen kann. Deswegen glaube ich, ist das schon in Ordnung. Das kann man ja eigentlich jetzt auch stehen lassen. Das andere Tor, das müsste ich auch noch machen. Gut. Das andere Tor, das müsste ich auch noch machen. Das mache ich dann irgendwann auch noch mal off-stream oder abseits der Aufnahme. Das müsst ihr, glaube ich, dann auch nicht unbedingt sehen. So. Was ich als nächstes gerne tun würde, ist ein bisschen weitere Deko reinzubringen. Wir haben jetzt schon die La Wandlampen hier hängen. Das würde ich gerne auch noch weiter ausbauen. Und würde allerdings hier schon mal ganz gerne anfangen. Ich weiß allerdings nicht, wir haben hier Metall- und Holzplanken. Und die Metalle, die können wir schon mal reinpacken hier. So. First Person, danke. So, und dann brauche ich jetzt erstmal euch zwei. Dann können wir uns den nächsten nehmen. Und das war's, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ja, ist ein bisschen schade. Nach wie vor. Ich habe gesagt, das habe ich, glaube ich, im Livestream gemacht, dass ich diese Beleuchtung so lange boykottiere, bis es dafür einen einheitlichen Lichtschalter gibt, dass man also pro Gebäude Licht ein- und ausschalten kann. Ja, dass ich hier drin irgendwo einen Schalter platzieren kann und mit diesem Schalter werden alle im Gebäude befindlichen Lampen ein- und ausgeschaltet. Oder ja, fände ich besser. Deswegen, ich werde es jetzt einfach alle einschalten und gut ist die Kiste. Das ist, ja, anders sehe ich das jetzt hier gerade nicht. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie dann jedes Mal hier überall rumzufahren und dann überall die Dinge ein- und auszuschalten. Das sehe ich irgendwie nicht. So, wie sieht es hier aus? Das ist ein freier und dann so eins frei und dann hier so ein bisschen drunter. Zack. Und hier dann nochmal links und rechts neben der Tür. Irgendwie so halt, ne? So. Dann das gleiche hier nochmal. So, Gott sei Dank haben wir genug Holz dabei. Und dann können wir hier noch so ein bisschen Dekorationszeug machen. Zack, zack, zack. Finde ich gut. So. Jawohl. Können wir erstmal so machen. Und wenn wir einigermaßen konsequent sind, dann nehmen wir auch noch so ein bisschen Farbe mit dabei. So. Okay, cool. Dann hätten wir das auch soweit schon mal fertig. Vorne müssten wir jetzt auch noch machen. Und da fängt es schon an zu regnen. Hoffentlich verläuft mir jetzt die Farbe nicht. Ja, und wenn euch die Folge gefällt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch der Kanal gefällt, gerne abonnieren und die Glocke betätigen, falls ihr über neue Videos informiert werden möchtet. Genau.
Vielen Dank für eure Unterstützung natürlich. So. Jawohl. Genau, ich glaube, so etwa war das, ne? Wenn man natürlich jetzt auch einheitlich irgendwie hinkriegen. Ich glaube, so war das. Machen wir es einmal so. Einmal so. Ich glaube, das reicht auch jetzt, weil hier oben haben wir ja die Beleuchtung drüber, jetzt da zwei nebenzusetzen. Hier oben haben wir ja die Beschriftung drüber, da jetzt zwei Lampen daneben zu setzen, das finde ich auch drüber. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal so. Und dann nehmen wir uns noch ein bisschen Metall mit. Zack, 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 zack. Und dann haben wir Gebäude Nummer 1 fertig. Ja. Bringt jetzt so nicht viel. Müssen wir mal gucken, wenn es richtig dunkel ist. Dann wird es vielleicht nochmal ein bisschen anders. So, aber wir können ja schon mal das zweite setzen. In der Hoffnung, dass man das jetzt hier noch einigermaßen sehen kann. Ja, so ganz schwierig ist es, aber naja, ich glaube, so könnte man es machen. So. Und ja, so vielleicht. Und dann, das passt so nicht, ne? Schade. Okay, alles klar. Da vorne hatte ich sogar noch einen mit nur einem Stück Metall. Hätte ich den schon mal wegpacken können. So, das an und das an. Ich glaube, so viel habe ich jetzt auch gar nicht mehr an Farbe in dem kleinen Fahrzeug. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal so. Das müssen wir dann irgendwann nochmal hübsch machen. Genau. Gut. Ja, ich würde sagen, dann fahre ich den jetzt schon mal wieder zu seinem Bestimmungsort. So. Ein bisschen Licht anmachen. Bringt, glaube ich, jetzt hier gerade nicht so viel. Oh. Da bin ich ein bisschen schief, glaube ich, drin. So, jetzt nochmal. Oh, falsch rum. So, Licht aus und Licht an. Okay, dann nehmen wir uns jetzt den Kleinen wieder mit und dann können wir Feierabend machen. Und dann glaube ich, würde ich schon mal anfangen. Ach so, eine Sache wollte ich jetzt noch ausprobieren. Schön, toll, dass ich jetzt den LKW schon mal weggepackt habe. Mal gucken, wie das jetzt hier aussieht. Boah, sieht, glaube ich, ganz gut aus. Das mache ich aber dann am nächsten Tag. Und zwar habe ich mich gefragt, wäre es nicht möglich, diese Wassermühle einfach in der Gegend oder am Gewächshaus hinzustellen und damit auch automatisch zu bewässern, weil bei den Wassertrögen funktioniert es ja. Nee, das ist, glaube ich, aus, ne? Ja, das ist aus. Nein, Radio will ich nicht. Gibt nur Ärger mit YouTube und der GEMA. Und dann, ja, schlafen wir einfach mal. So. Okay, also ich würde jetzt ganz gerne einen Wasserturm oder eine Wassermühle hinsetzen. Und natürlich auch mit Metall bestücken und dann einmal ausprobieren, ob das funktioniert. Und da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch schon ziemlich gespannt drauf. So, ich stelle jetzt einfach mal hier so hin. Ups, falsche Taste. Und dann nehmen wir uns unser mobiles Lager und probieren das doch gleich mal aus. So, das werde ich allerdings jetzt
Ja, hier vorne irgendwo hinstellen, die Wassermühle. Windmühle, so heißt es. So. Wie viel brauchst du? 150 Metall. Ist jetzt nur ein Versuch, weil wir es uns leisten können. Wenn es klappt, bleibt es stehen. Können wir ja direkt daneben dann irgendwie noch so ein Ding bauen. Noch so ein Gewächshaus. Irgendwann. So. Ich gehe jetzt hier mal rein und schau mir an, wie das hier so aussieht. Übrigens können wir bei dir schon mal wieder ernten. So. Das ist soweit durch. Ihr habt alle kein Wasser. Wenn ich jetzt das hier tue. Habt ihr dann wieder Wasser? Habt ihr nicht. Schade. Habt ihr nicht. Würde ich mir wünschen. Würde ich mir sehr wünschen. Macht vieles einfacher. Ich lasse es mal stehen. Vielleicht funktioniert es ja irgendwann. Aber fürs Erste werde ich dann, wie schon angekündigt, erstmal die. Das hier alles. Ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist noch nicht schlecht, ne? Müsste ich halt nur noch mal ein bisschen mit Wasser befüllen. Aber das hier ist schlecht. Da könnte ich jetzt nur, glaube ich, mit dem Zeug hier. Das kann man viermal dem hier einmal versuchen. Könnte ich die, glaube ich, revitalisieren, oder? Geht das? Nee, geht nicht. Habe ich auch wieder Blödsinn erzählt. Ich dachte, das geht damit irgendwie. Naja, egal. Dann bleibt das halt eben erstmal so. Und wir werden das, was wir hier noch haben, werden wir noch so weit ernten, wie es möglich ist. Und ansonsten lassen wir das hier soweit erstmal auslaufen, wie schon angekündigt. So, Wasser. Okay. Damit seid ihr wieder bestens versorgt. Und wir können nochmal weiter gucken, was wir denn so machen können. Und ja, da habe ich ja schon, glaube ich, angekündigt. Ich würde ganz gerne den Brunnen demontieren. Den können wir ja auch gleich nochmal neu bauen. Den würde ich ganz gerne demontieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau, den würde ich ganz gerne demontieren. So, zack. Dann könnte man das hier auch soweit erstmal zerstören. Dann wird mir wahrscheinlich das auch entgegenkommen. Und eigentlich würde ich ganz gerne dann hier eine Türe hinmachen. Weil hier, glaube ich, haben wir Platz genug. Wie könnten wir einen Brunnen hinstellen? Wäre dann aber der hier, ne? So. Ja, das war klar. Glas kriegt man nicht zurück, schade. Gut, ich hoffe, dass das dann geht. Wir bauen ein Gebäude. Nein, ein individuelles. Ach komm schon. Ne, hier, das war's, genau. Türrahmen. So. Können wir so rum machen, genau. Gewächshaus, Tür. Und dann kommt da auch noch das Dach drauf. Zack, so soll's sein. So, wo ist der LKW? Obwohl, wir können ja erstmal. Das nehmen wir gleich für den. Wo ist der LKW? Da ist der LKW. So.
So, dann erstmal das Holz. Wieso geht das? Ach so, wahrscheinlich, weil das andere noch nicht gebaut ist. Ja, okay, verstehe. So, dann brauchen wir das Glas. So, jetzt müsste es aber gehen, oder? Glas 3. So, und dann noch der Rest Holz. Gut. Das sieht aber schon wieder gut aus. Und dann würde ich gerne noch den Brunnen bauen. So, den könnten wir dann irgendwie hier so direkt daneben setzen. So. Holzplanke 26 Zement. So. Gut. Dann kann man dann hier raus und reingehen. Und ja gut, ich glaube, die Tür, die könnten wir auch erstmal lassen. Die stört ja nicht. So. Genau, dann kann man hier raus und reingehen und sich weiterhin am Brunnen bedienen. Der LKW, der hat genug Platz, um durchzufahren. So, und der eigentliche Zweck, warum ich das gemacht habe, ist, ich möchte ganz gerne wirklich hier dann die Durchfahrt machen zur Pferdekoppel. Auch wenn das ein relativ weiter Weg ist. Aber ich glaube, dass das ganz gut aussehen könnte. So. Okay, wie machen wir das? Ich habe hier jetzt relativ starke Frame Drops irgendwie. Keine Ahnung, was da los ist. Ich hoffe, dass es nachher auf der Aufnahme nicht zu sehen sein wird. So, ich würde ganz gerne hier mindestens drei Holzelemente Abstand haben. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ja, das ist schon okay so. Aber hier geht es jetzt nicht weiter, weil hier Holzstämme liegen. Okay. Man ja dann erstmal so machen. Kann man die auch später direkt weiterverarbeiten. So, dann einmal weiter die Zäune setzen. 2, 3. Ja. Genau, dann können wir die vielleicht erstmal abreißen hier. Geht der schon? Der geht schon. Okay, cool. Ja, die Frage ist, sollen es drei sein oder sollen es mehr sein? Hier sind es ja größere Strecken. Also hier ist es ja wesentlich breiter. Ich glaube, hier sind es, ich kann jetzt mal gucken, 1, 2, 3, 4,
Vier sind es hier, glaube ich, ne? Sieht nach vier aus, ja. Ja, dann können wir doch hier auch vier machen. Dann ist es doch, glaube ich, ganz okay. Wenn es hier ein bisschen breiter lässt. So. Und dann geht das hier erstmal rum. Na? So, das ist jetzt gerade. Ich hoffe, dass es gerade ist. Sieht so aus. So, und dann nochmal gerade setzen und dann können wir das eigentlich jetzt auch schon soweit erstmal durchziehen. Ist dann jetzt mehr oder weniger dann das Außen, der Außensound der Ranch. So. Okay, jetzt muss ich mal so ein bisschen die Audioanzeige im Auge behalten, weil sonst kann es sein, dass es wieder zu laut wird. Es geht. Ihr könnt mir mal Feedback geben, ob das zu laut ist oder ob es okay ist. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu lange anhält, das Gewitter. Und ich glaube, ich bin auch soweit ganz gut zu verstehen. Zumindest sagt OBS das so einigermaßen. Deswegen, gerade könnte ich das. Das könnte ich abreißen. Das will ich aber eigentlich nicht, weil es sieht eigentlich ganz cool aus. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal gucken, ob ich das nicht hier irgendwie schön miteinander, ich würde sagen, wie gemalt. Wie gemalt. Ich würde aber ganz gerne vielleicht noch setzen und das so machen. So, das wäre dann sozusagen der Weg. Du kommst hier an und hier rein, entweder da in Richtung Gewächshaus und Richtung Gewächshaus und natürlich auch die Koppel oder vielleicht sogar auch zur Fleischproduktion. Geht ja alles, ne? Also das wäre auch möglich. Aber wir haben hier auf jeden Fall einen Weg, den man befahren kann. Und genau. Ja, das war der Plan und da funktioniert auch, glaube ich, ganz gut. Was wir jetzt noch machen müssen, ist zum einen die Farbeimer hier wegbringen.
glaube, das Gewitter lässt nach. Das könnte das dunklere Blau sein. Einmal braun. Und einmal das hellere Blau. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts drin. Würde ich sagen, das packen wir mal wieder hier rein. Und was wir auch machen könnten, ist auch hier ne, nochmal so einen größeren Hühnerstall bauen. Den müssen wir dann wahrscheinlich abreißen. Aber warum nicht? So. Gut, dann können wir jetzt den kleinen Wagen hier erstmal nehmen. Und da die Holzstämme drauf laden. Jetzt auch ein bisschen Holz entfernen müssen. So, bisschen Angst vor herumfliegenden Holzstämmen. Wenn man Medieval Dynasty Projekt kennt, der weiß, wovon ich rede. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne reinschauen. Ja, halt gut gegangen. Sehr schön. Gut, dann können wir das Auto beladen. Ach, komm schon. So, die kann man gleich holen. So. Ist nichts mehr. Ich glaube, das ist jetzt der letzte hier. Ja, da vorne ist noch einer. Okay. Ja, jetzt bin ich natürlich mit dem Auto gefahren und jetzt will er es nicht mehr so bündig auflegen. Das ist ein bisschen schade. Aber vielleicht kriege ich ihn ja doch irgendwie überredet. Zumindest nochmal einen hier hinzulegen. So ist es. So viele sind es jetzt auch nicht mehr. Wäre schade, wenn das jetzt nicht mehr passen würde. So.
Wetter ist wieder schön, so finde ich das toll. So, wir machen mal wieder den Realismusmodus an. So. Und ja, ich glaube, das sieht doch soweit schon mal ganz nett aus. Finde ich übrigens auch ganz cool eigentlich. Wenn es geregnet hat, dann bleibt es erstmal nass. Das sind so Kleinigkeiten einfach, wo ich denke, ja, klar, natürlich, ist so. Und es wird auch direkt wieder dunkel. So, dann können wir das hier erstmal wieder hier vorne hinpacken. Das wird dann alles zu Holzblöcken weiterverarbeitet. Und wir können uns dann jetzt erstmal mit dem LKW auf den Weg machen. So, können ja hier eigentlich noch ganz gut. Eingreifen von unten aus. Nein, 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 nein. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ja, Mist. Ja, okay. Es fällt mir Gott sei Dank recht früh auf. Das ist eigentlich richtig hier. Ne? So ist es eigentlich richtig, aber ich vermute mal, dass ich es so nicht setzen kann, weil das Spiel Nein sagt. Ups. Vermute ich jetzt einfach mal. So. Ja, klar. Aber so rum geht es selbstverständlich auch nicht. Das heißt, ich müsste dann jetzt schon von ganz da hinten kommen. Och, Spiel, ist das dein Ernst? Müsste also schon hier irgendwie jetzt andocken irgendwo. Wenn das denn überhaupt geht in irgendeiner Form, wahrscheinlich hier. Quatsch. So. 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 Dann kann ich wahrscheinlich die hier alle erstmal löschen. So. Ich mache dann auch direkt mal das Licht an, damit ihr mitgucken könnt. Dann. Ja, genau, ich sehe genauso viel wie ihr. So, das ist gerade. Ich glaube, so rum ist richtig. Ja, also es mag jetzt vielleicht ein bisschen kleinlich sein, dass ich das jetzt umgebaut habe, aber mich stört es halt eben, ne? Also, oder? Ist doch nicht richtig. Doch. Doch, es dürfte richtig sein. Das ist jetzt auch gerade, glaube ich. Ja, so ist gerade. Und dann können wir das hier wieder abbauen. Und dann müssen wir nur gucken, wie wir das dann andersrum gebaut kriegen. Also das alles weg. Wo geht's hin? Da sind sie doch. So.
Und jetzt gucken wir mal, ob das auch bündig passt. Immerhin, es passt. Das ist doch gut. Also ich würde sagen, dann machen wir morgen weiter. Genau, da können wir den Zaun auch schon mal gerade aufstellen. Ich nehme jetzt das Holz mit zum Haus. Hauptsache, ich bin schnell. Am Haus. So. Gut. Ja, so richtig heller ist es nicht. Aber das Wetter ist auch nicht so wirklich besser. So, dann würde ich sagen, machen wir direkt mal weiter. Das eine Brett lasse ich jetzt hier mal vorne liegen. Jetzt geht mir das alles nicht so wirklich gut auf. Und da hört es auch auf zu regnen, Gott sei Dank. Ja, ich habe irgendwie den Eindruck, dass es wieder zugenommen hat, dass sie das wieder hochgebalanced haben, dass es wieder mehr regnet. So. Genau, das bleibt jetzt auch erstmal so. Den Rest muss ich dann schauen. Ich werde wahrscheinlich erstmal die Koppel bauen und den Pferdestall bauen, bevor ich dann hier weiter das hier weiter plane. Ich glaube, das ergibt irgendwie Sinn, dass ich das... Vielleicht könnte ich noch eins... Ja, nee, komm, lass erstmal so stehen. Dann haben wir zumindest mal den Eingangsbereich jetzt so weit geplant, wie es irgends geht. Und finde es auch eigentlich ganz hübsch so, dass wir das bestehende Element dann noch verwerten konnten. Und den Rest müssen wir dann später gucken. Ja, finde ich eigentlich ganz nett. So, ja, dann würde ich sagen, fahren wir als nächstes mal durch zur Koppel. Die würde ich ganz gerne... Ich werde die jetzt erstmal nur schnell setzen. So, das ist hier so ein riesen Gebäude hier eigentlich. So. Und dann könnte man dann, gucken wir mal, wie das hier aussieht, 100 Holzplanken, das wird also als ganzes Stück gebaut. 100 Holzplanken und 4 Metall. Und da müssen wir dann mal schauen, wie wir das am klügsten machen. Ich würde das ja auch alles ganz gerne irgendwie ins bestehende Grid der anderen Gebäude setzen, aber da bin ich gerade nicht so ganz sicher, wie das funktionieren könnte. Zumindest aber die Koppel, den Pferdestall könnten wir in dem Modus vielleicht setzen. Das könnte vielleicht gehen, dass man hier von hier ausgehend wieder irgendwie so 3, 4 Holzplanken Platz lässt. Und vielleicht auch ein bisschen mehr.
Und dann kommt dann hier irgendwie so ein Pferdestall hin in demselben Stil wie dann da vorne. Das kann man ja ein bisschen rausgehen lassen, weil wir ja auch genug Platz haben bis da hinten. Da muss es gehen. Und ich glaube, das können wir dann auch so planen. Das ist jetzt schon wieder dunkel. Jetzt fängt es jetzt schon wieder an zu regnen. So. Ja, dann lass mich doch mal bitte einen Zaun setzen. So. Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie ich das am besten anecken lassen möchte. So vielleicht. Aber da bin ich auch nicht irgendwie drin, ne? Könnte vielleicht hinkommen. Ja, ich muss da schon ein bisschen mehr Platz lassen, so 5, 6 vielleicht. Weil ich ja auch mit dem LKW hier rangieren muss. Das funktioniert ja sonst nicht. Das ist klar. So. Das sind jetzt 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieben, acht, 10. Ich glaube, dann wenn man hier schon wieder ein bisschen drüber. Lass uns das doch auf doppelte Breite machen. Dann haben wir jetzt, glaube ich, 8. Kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ich glaube, so kann man es lassen. Und dann einmal drehen. So. Genau. So, also muss der LKW, glaube ich, ein bisschen Platz machen. So. Eins, zwei, drei haben wir jetzt. Ich werde das jetzt erstmal hier so durchziehen bis zur Koppel. Einfach um zu gucken, wie viel ich hier habe. So. Und wie viel es übersteht. Das ist das Element hier, ne? Das Element wird sein, was zu viel ist. 1, 2, das wird also das sein. Ja, irgendwie ja, ne? Irgendwie ja. So, dann machen wir nochmal Folgendes. Zack und zack. Das lassen wir dann jetzt erstmal weg. Dann nehmen wir uns nochmal die Koppel. War die hier oder war die woanders? Hier war die, ne? Trainingskoppel. So.
So. Ja, so ein bisschen schief wird es sein, aber mir geht es ja auch eigentlich nur so ganz grob darum, dass ich hier das so ein bisschen einhalten kann. Also das ist jetzt die Fläche. 1, 2, 3, 4. Und dann. Was ist denn mit dem Wetter los? Also wirklich. Das Wetter ist irgendwie. Oder liegt es daran, dass es bewölkt ist? Ich weiß es nicht. Also ich denke mal, okay, regnet es jetzt 10-mal am Tag. Wäre mir irgendwie ein bisschen viel. So, okay, wo war ich? 1, 1, 2, 3, 4. Das heißt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Zack, 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 zack. So. Und dann. Ja, würde ich gerne mehrere Ställe nebeneinander anordnen, glaube ich. Könnte natürlich auch einen großen Stall machen. Das muss man dann mal sehen, wie ich das letztendlich gerne hätte. 2, 3. Zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So. So, dann gucken wir noch mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn. Und wieder gerade. Glaube, das wird so in etwa gerade sein. Okay, also wir haben eins, zwei, drei. Tor 1, 2, 3. Dann müsste es von hier eigentlich dann wieder zurückgehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So. Und dann geht das Ganze hier zurück. Das können wir dann abbauen. War ja auch nur zur Orientierung. Und so sehe dann ganz grob unsere Pferdekoppel aus. Hier brauchen wir, glaube ich, auch keinen zweiten Bereich, denn geschlachtet werden soll hier, glaube ich, eher nicht. Aber man kann hier rausgehen und dann direkt gegenüber sozusagen reingehen in das. Ja, in dem Bereich. Ne? Das ist so, wie es gedacht ist. Auch hier machen wir natürlich wieder eine Koppel hin. Oder so eine kleine Scheune. Dient mehr so dem Unterstellen. Auch, ja, es ist halt wieder jetzt Luxus, ne? Oder so, wie man es halt jetzt denkt. So, warum kann ich jetzt hier nichts dazwischen legen? Ist irgendwie auch so ein bisschen blöd, ne? Hier kann ich es machen. Hier jetzt auch. So. Auch das nur zur Orientierung, um zu gucken, wie breit so ein Scheunentor sein muss oder so eine Scheune und wo ich sie starten lassen muss. Ihr kennt das Prozedere ja, habt ihr ja schon das ein oder andere Mal mitbekommen. So, also so soll sie gebaut werden.
Und ich muss jetzt nur mal gucken, wie das so am klügsten gemacht wird. Ich setze sie jetzt erstmal so hin, einfach um zu gucken. Das sind jetzt grob anderthalb Einheiten. Das sind grob zwei. Steht also noch nicht so ganz in der Mitte. So ganz weit muss ich aber nicht gehen. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ja, hier sieht man schon, dass es schief ist, ne? So, wie ist das hier? Ja, 2 zu anderthalb wieder. Also hier muss ich ein bisschen zurückgehen. So, hier soll das Ganze hin. So, ich gucke jetzt einfach mal, wie ich das hier gebaut kriege. Was ist so der beste Weg? Also so rum geht schon mal gar nicht mehr. Das kann ich mir abschminken, glaube ich. Ich glaube, das hat mal funktioniert, aber ich muss das jetzt irgendwie so bauen. Gucken, dass ich das irgendwie. So. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren, aber ich, also das ist halt schwierig. Also hier ist jetzt eins, bis hier wieder ein bisschen breiter, ne? Also hundertprozentig gerade werde ich es auch nicht hinkriegen. Also da habe ich mich endgültig von verabschiedet. Das sieht jetzt hier so weit, glaube ich, ganz gut aus. Aber da fehlt mir halt noch dieses Einrasten lassen. Ne? Das wird wirklich so viel bringen. Auch wenn es hier nicht wirklich sinnvoll ist, es einrasten zu lassen. Aber es wird einfach so viel bringen, wenn man es so einigermaßen gerade bauen will. So, hier ist jetzt der erste, hier ist der zweite. Dann muss der ja irgendwo hier hin. Irgendwo hier. So. Das sieht okay aus. Das ist einfach mordsmäßig schief. Was hinten total gerade aussieht, ist hier einfach total schief. Und das, ja, das gefällt mir halt überhaupt nicht. Das gefällt mir halt auch gerade überhaupt nicht. So, wo sind wir hier? Das ist der erste, das ist der zweite. Dann muss der hier so ungefähr hin. So, lass mich raten, wie es jetzt von hinten aussieht. Ja. Ja, also es ist einfach, ja, also für mich als jemand, der das wirklich ganz genau nimmt, ist das halt ziemlich schwierig. Probieren wir es mal so. Ich glaube, das dürfte der richtige Abstand sein. Ja, es wird wieder ein bisschen schief sein, 100 Pro. Aber das ist noch am geradesten, ne? Das ist halt leider noch am geradesten. Wir packen mal einfach jetzt hier so ein paar Zwischenelemente ran. Guck mal, wie es wirkt. So, dann machen wir hier jetzt mal so ein hinteres Stück. Beziehungsweise, ich würde eigentlich ganz gerne hinten auch wieder so ein offenes Stück machen. So. Dann machen wir die Türen noch dran.
Zack. Hier muss ja, glaube ich, nichts hin. Dann die Tore noch. Und dann machen wir ein Komplettpaket. So. Und im Zweifelsfall nehme ich hier auch Boxen mit rein. Das muss man mal gucken. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, by the way. Geht das überhaupt? Ginge das theoretisch hier jetzt noch so ein... Naja, schade. Schade. Sehr schade. Notfalls müssen wir halt hinten so zwei, drei Boxen dran packen. Notfalls müssen wir hinten so zwei, drei Boxen dran packen, einfach um sie vielleicht nochmal wegzusperren, wenn, wenn man irgendwas machen will, wenn man ja irgendwas tun möchte. Das kann ich mir vorstellen, dass das noch ganz sinnvoll sein kann. Und das wäre dann der fertige Pferdebereich. Ich weiß nicht, ob da noch was dazu kommt, ob man da noch was mit ranpacken muss. Aber so die Windmühle, die könnte ich mir auch ganz gut hierin vorstellen. Direkt im Gehege oder direkt im Stall. Oder vielleicht auch hier davor, muss man halt sehen. Keine Ahnung. Jedenfalls so, dass Futterdruck und Wasserdruck eben genug Platz haben. So, das war jetzt eine leichte Überlänge in dieser Folge, aber das wollte ich euch unbedingt noch mitnehmen lassen. Und dann können wir dann auch sobald, ja, hier sehen wir dann auch schon, wie es wirkt. Kann mir voll, oh ja, das wird jetzt natürlich richtig spannend, ne? Aber ich glaube, das ist ganz okay. Ja, es könnte mordsmäßig schief sein. Gucken wir das nochmal eben gerade. So, aber das funktioniert jetzt gerade nicht. Funktioniert so nicht. Gut. Ja, ist dann auch nicht schlimm. Also dann ist es halt so. Aber wir können hier halt eben durchfahren und sind hier direkt bei den Pferden. Das ist schon mal gut. Alles klar, dann, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonnieren nicht vergessen. Glocke betätigen, dann bekommt ihr mit, wenn es neue Folgen gibt zu Ranch Sim. Und checkt auch mal meine anderen Projekte aus, Medieval Dynasty und Skyrim. Könnt ihr gerne auf meinem Kanal sehen und werde ich auch wahrscheinlich jetzt hier irgendwo verlinken. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.